Hast du Lust auf einen Kaffee? Nicht? Fass mich gefälligst nicht an! Ich will dich doch nur einladen. Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken heute Assassin's Creed Nexus auf der Quest 3 und ja, das Game kostet 39,99 € im Quest Store und ja, wenn ihr ein bisschen sparen wollt, könnt ihr meinen Referral-Link nutzen, solltet 25% an der Kasse gutgeschrieben bekommen und ja, ich habe dann auch ein bisschen was davon, also eine Win-Win-Situation. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr dann gerne mal benutzen und ja, so werden wir begrüßt. Zum wichtigsten Teil, wir haben hier komplett deutsche Sprachausgabe. Die können wir uns runterladen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo das war hier. Und ja, das habe ich hier schon gemacht. Das ist ein dickes Sprachpaket. Auf jeden Fall haben wir hier die deutsche Sprachausgabe. Und das ist echt super. Das haben wir sehr, sehr selten. Von daher muss man das unbedingt erwähnen. Ja, Leute, für die Leute, die jetzt wirklich Motion Sickness haben, hier gibt es so viele Sachen einzustellen, was ja, den VR-Komfort angeht. Also definitiv habt ihr hier alle Möglichkeiten. Ich habe komplett auf immersiv gestellt. Höhenangst habe ich auch nicht, habe ich ausgeschaltet. Und ja, dann kann man halt hier noch Vignettenmodus und so weiter und so fort. Also das sind so Voreinstellungen, die ihr andrücken, anwählen könnt. Und dementsprechend werden diese Sachen hier alle dann angepasst. Und diese könnt ihr dann auch nochmal selber anpassen. Freie Drehmethode, Drehgeschwindigkeiten, also alles, was so Motion Sickness auslösen könnte, könnt ihr hier anpassen. Das ist sehr gut. Sichtfeld bei Fall reduzieren habe ich nicht. Könnt ihr dann halt auf nur bei größerer Höhe und so weiter und so fort. Also super, hier ist dann alles gedacht worden, perfekt. Und ja, hier haben wir nochmal Holsterassistent, Stabilisierung der Hand und so weiter und so fort. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Und haptisches Feedback entfernen? Nein, das möchte ich nicht entfernen. Und ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Einstellungen haben wir halt hier noch, die Möglichkeiten Audio, Spuren halt anzupassen. Musiklautstärke mache ich meistens ein bisschen ja, gediegener, sage ich einfach mal. Und ich würde sagen, ich habe 16 Minuten mal reingeschaut, aber wir gehen jetzt in ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Du bist ein Elite-Hacker der Bruderschaft und wurdest ausgesandt, um Abstergo, die Fassade der Templer in der Gegenwart, zu unterwandern. Du wirst von einem Plan der Templer erfahren, die Gesellschaft im Sinne ihrer Glaubenssätze zu beeinflussen. Dies zu verhindern liegt allein an dir. Ist ja fast schon wie heutzutage wirklich, ne? Also, das Besondere hier an diesem Game ist, dass wir zum ersten Mal Mixed Reality wirklich in einem VR-Spiel auch erleben. Ne? Das ist mein Büro, hier seht ihr mich immer. Aber ich muss euch verraten, ich habe aufgeräumt. Also es sieht nicht immer so sauber aus, wie ihr in dem Video seht. Von daher, ja, hier sieht es eigentlich ein bisschen chaotischer aus. Aber zum Glück habe ich diesen Schrank und dann konnte ich ein bisschen aufräumen. So, wir werden jetzt hier mal starten. Und das ist richtig, richtig cool. Wie geil ist das denn, ey? So, da wir, glaube ich, auch einen... Ich glaube, wir spielen einen weiblichen Charakter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber komm. Ne, wir können jetzt hier aussuchen. Ja, komm. Test, Test. 1, 2, 3 muss reichen. 1, 2, 3 muss reichen. Ah, hallo. Danke, dass du unseren Anruf angenommen hast. Ich bin Sean. Das ist Rebecca. Wir werden deine Bruderschaftskontakte sein. Worum geht es? Direkt auf den Punkt. Das gefällt mir. Bex? Unseren Informationen nach entwickelt Abstergo neue Profiling-Technologie, die alles übertrifft, das es bisher gab. Über die Jahre haben sie die Erinnerungen zahlloser Personen gesammelt und archiviert. Politiker, Generäle, sogar normale Leute wie du und ich. Normal würde ich dich aber nicht nennen, Sean. Sehr witzig. Dies oh. Sache ist, stell dir vor, man würde deine Erinnerungen analysieren, um herauszufinden, wie du tickst, um deine Werte und Glaubenssätze zu erfahren.
und um zu wissen, was man dir online oder persönlich sagen oder zeigen muss, um diese langsam durch neue zu ersetzen. Und wo komme ich ins Spiel? Die Leiterin dieser Initiative, Dominika Wilk, braucht jemanden mit deinem Können, um das Projekt abzuschließen. Sie weiß aber nicht, dass du für uns arbeitest und ihrem Treiben ein Ende setzen wirst. Aber dazu später mehr. Fürs Erste hängen wir uns an deine Verbindung und sind da, wenn du uns brauchst. Du musst von unserem in Abstergus-Netz wechseln. Und schon beginnt dein erstes Treffen mit deiner... Gefühlslage fröhlich, Herzfrequenz, alles kann man direkt ansehen. So, jetzt müssen wir uns den hier schnappen. So, jetzt müssen wir das erste Mal ein wenig hacken. Ah, was haben wir denn hier? Du bist uns einen Schritt voraus. Dadurch wird deine Verbindung zu unserem virtuellen Raum gekappt, wenn du dich mit Abstergo und Dominika verbindest, damit wir den Gesprächen sicher lauschen können. Na, kommst du? Und dann war es so, ne? Ja. Das war jetzt relativ einfach. Da ist die VR-Welt. Wie bestellt. Gut, ich bin Dominika Wilk. Sie unterstehen mir. Beeindruckende Fähigkeiten und ihr Werdegang auch. Gehackte Regierungen, globale Konzerne. Was sie auch wollen, ich kann es besorgen. Deswegen habe ich sie angestellt. Aber diese Aufgabe ist anders. Dies ist die Abstergo Cloud. Ein Erinnerungsarchiv, das weit in der Zeit zurückreicht. Wir nutzen eine Technologie namens Animus, um Erinnerungen zu besuchen. Wir sehen sie durch die Augen jener, die sie gelebt haben. Was ist das, Zeitreisen? Eine Simulation. Nichts, was sie im Animus tun, beeinflusst die Gegenwart. Wofür brauchen sie mich dann? Die Erinnerungen in der Cloud beinhalten den Schlüssel zu einem wichtigen Projekt von mir. Sie sollen diese Erinnerungen besuchen und mir die benötigte Information bringen. Wo fange ich an? Es geht eher um bei wem, statt wo. Ezio Auditore da Firenze, ein italienischer Adliger und Meisterassassine. Ezio, das klingt jetzt den kennen wir doch noch, ne, von den Flat Games. Das war er. Ezio war befreundet mit Leonardo da Vinci und Machiavelli und ein Erzfeind der Borgia. Er beeinflusste viele Leben im 15. Jahrhundert. Machiavelli. Seine Klinge beendete nicht wenige davon. Ich bin dabei. Nicht so schnell. Der Animus ist anders als alles, was Sie je erlebt haben. Deshalb müssen wir Sie zuerst daran gewöhnen. Sehen Sie es als einen Test an, bevor wir Sie ins Feld schicken. Gut, mal sehen, was Sie drauf haben. VR-Brille ausgezogen. Okay, was passiert jetzt? Natürlich habe ich Erfahrung mit VR, oder? Weiß ich nicht. Ja. Nein. Gib mir das volle Programm, das hat man alles schon, ne? So. Das sieht cool aus. Beim Animus Orientierungsprotokoll. Ich werde dich in die Grundlagen des Animus einführen. Dein Avatar wurde aktiviert. Du solltest dich jetzt mal raus bewegen können. Bitte schön. Also grafisch ist das schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ist alles in Ordnung? Versuche dich zu bewegen, um die Einsatzbereitschaft aller Systeme zu bestätigen. Was haben wir denn hier? So, mal schauen, was wir hier haben. Okay, alles macht Geräusche. Okay, Porzellan geht nicht kaputt. Natürlich auch nicht so gut. Ah!
Wie geil ist das denn? Komm, das probieren wir jetzt mal aus, ob das funktioniert. Schaut mal. Eine 8. Also hier kann man sogar knibbeln. Nur ein bisschen wenig Würfel. Aber ansonsten. Und aber auch was anderes. Ne? Also das ist auch ziemlich cool gemacht. Hier ist eine Brosche. Nimmt er nicht mit, okay. Oh ja, Schriftrolle. Die Dienerschaft hat schon Schluss für heute. Ich muss mich nur um ein paar Wachen kümmern. Gut zu wissen. Okay. Dokument durchgelesen, packen wir mal weg. Und das ist halt cool, dass wir wirklich hier alles in Deutsch haben. Oh, Weinflaschen von früher. Das ist natürlich sehr schade, dass sowas dann nicht kaputt geht, ne? Aber gut. Wieder einmal führt mich mein Weg nach Venedig. Leider muss ich meinen Freunden hier meine Gesellschaft vorenthalten. Ich muss ein Schwert zurückholen und eine Lektion erteilen. Niemand bestiehlt einen Auditore und lebt lang genug, um damit zu kommen. Also wie ihr gesehen habt, diese weißen Kreise sind immer die Schritte, die wir machen, also die Lautstärke. Ich wünschte, oh, guck mal. Wir wären jetzt beim Rest der Truppe, statt hier Wache zu schieben. Wieso? Die arbeiten hart da draußen auf dem Land. So, wenn man die Gegner anguckt, kann man die markieren. Wenn der Tag kommt, erhalten sie die Gelegenheit. Ja, das ist natürlich schade, dass sowas geht, ne? Also bei den Tischen geht das nicht, dass ich da so durchbagge, aber hier geht's. Okay. Ich bin sicher, wir kriegen alle, was wir verdienen. Jeder kriegt das, was er verdient. Karma. So, hier kommen wir nicht durch. Dann schauen wir mal da. Ich sollte mich hier nicht blicken lassen. So. Auf X kann ich mich docken. Mal schauen, dass er uns nicht sieht. Du musst einen Weg finden, um unbemerkt durch die Bibliothek zu kommen. Ansonsten wirst du desynchronisiert und musst vom letzten Checkpoint in dieser Erinnerung neu anfangen. Ich hatte mich wirklich auf okay. Das Erwerbstätigkeit gefreut. Warum hast du es so eilig? Ich muss Rechnungen bezahlen. So, mal schnell weg hier. Okay, das hat ganz gut geklappt. Was haben wir denn hier? Neues Dokument? Hier steht, das Gemälde soll an Francesco Rizzo geliefert werden. Ich kenne diesen Namen. Ich nicht. Du kannst Wachen auf verschiedene Weisen ablenken. Ein Beispiel dafür ist das Werfen von Gegenständen, um Lärm zu verursachen. Was ist das? Was ist? Okay, konnte man so gut ablenken? Mal schauen, was jetzt noch so kommt. Okay, der hat mich nicht verfolgt. Falls du dich bei der Nutzung des Animus unwohl fühlst, denk daran, dass du jederzeit die Komforteinstellungen anpassen kannst. Ja, ich weiß. Dankeschön. Da ist ein Apfel. Boah, der hat aber Hunger, der Ezio. Nun lernst du, wie man ein Attentat auf ein Ziel ausführt. Klappe bei gedrücktem Trigger dein Handgelenk zurück, um die versteckte Klinge auszufahren. Sobald die Klinge bereit ist, kannst du ein Attentat auf dein ahnungsloses Ziel verüben. Ich darf dich nicht blicken lassen. Gut gemacht. Du hast die Kunst des Attentats gemeistert. Setze nun deine Mission fort. Komm, du bist müde, ne? So. Was ist das? Wir müssen wahrscheinlich... Karte von Monteriggioni. Warum ist die hier? Wir müssen wahrscheinlich noch ein Bruchstück finden, weil... Weil das nur ein halbes Stück... Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Ob das fliegt? Nee. Ach, wieder eine Brosche. Da ist was. Die Fähigkeit Animus Impuls registriert wichtige Objekte in der Nähe und umgibt sie mit einer goldenen Aura.
Also wir haben so einen Impuls, den wir benutzen können. Aber wo gehören sie? Und dann wird uns immer angezeigt, was wichtig ist, wo wir Truhen haben und so weiter. Also schon eine gute Hilfe. So, hier war jetzt was, aber kann ich das hier? Nee, kann ich hier nicht einstecken. Ich muss weitersuchen. Über dem Kamin ist ein leerer Platz. Über den Kamin habe ich mir schon gedacht. Das probieren wir jetzt mal. Das probiere ich jetzt mal aus. Eine Sackgasse. Aber es gibt immer einen Ausweg. Ring, ring. Wie geil. Warte mal. Das muss ich jetzt mal probieren. So. Nimm das richtig. So. Es war einmal ein Wandersmann namens Ezio. Er wurde dann Assassine. So. Schau mal hier. A la Tomb Raider. Ein Geheimgang. Okay. Geheimgang ist gut. Heute die Stadt verlassen. Ja. Okay, die Ratte ist mal gerade richtig übel animiert gewesen. Ist die Kutsche bereit? Ja, Herr. Gut, jetzt strengt euch an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Herr. Das ist ein Miststück, oder? Sorry, aber musste mal gesagt werden. Erklimme diese Wand, um den nächsten Raum zu erreichen. Probiere es aus. Also klettern klappt super. Null Probleme gehabt. Was ist das? Eine Art Schatzkammer? Mein Schwert könnte hier sein. So, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schwert. Die Brosche nützt uns nichts. So, wo haben wir sonst noch? Hier, da wird ja kein Schwert drin sein, oder? Ha! Eine güldene Krone. Okay, kann ich auch nicht anziehen. Jesus und Maria. Ein beliebtes Motiv. Okay. Wollen wir noch sonst noch was? Okay. Hat gerade ein paar kleine Aussetzer gehabt. Okay, ich würde sagen, wir gehen hoch. Mein Schwert muss hier irgendwo sein. Okay, Wache gefunden. Da ist es. Komm zu Papa. Mein Yatan. Welch elegante Klinge. Okay, hier haben wir noch ein Dokument. Eine Nachricht. Das Schwert ist hübsch, aber für unsere Zwecke ungeeignet. Dies ist nicht der Gegenstand, den wir brauchen. Wir müssen sorgfältiger planen und es erneut versuchen. Keine Unterschrift. Hm. Okay. Ha! 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 Stirb! So, mal schauen, wann der erste Kampf kommt. Unser Schwert haben wir jetzt. So, da hinten ist noch irgendwas. So, da müssen wir aber hier durch. Ah, guck mal. Ist das ein Goldsäckle? Kann ich da einpacken? Nee. Eigentlich schade, oder? Naja, okay. Okay, wir sollen jetzt wieder runter. So. Okay, hier leuchtet ein Buch. Golden. Versteckte Tür. Ah, endlich kann ich hier raus.
So, weiter geht's. Aber krass, die Geräusche, die man selber macht. Oh, da ist ein Gegner. Hi. Das Animus-Kampfprotokoll wird gestartet. Gegnerprofil Standard wird geladen. Okay. Blocke die Angriffe, indem du sie mit deiner Waffe abfängst. Hab dich! Na komm. Du bist tot! Angriff nicht ausreichend für Schaden. Ausgezeichnet. Blocke jetzt eine Reihe von Angriffen. Okay, komm nicht zu nah. Jetzt? Durch das Blocken von Schlägen kannst du dir eigene Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Blocke die nächste Angriffssequenz, um fortzufahren. Na komm. Wenn du eine Reihe von Angriffen blockst, ergibt sich eine Chance zum Zuschlagen. Nutze sie, um einen Treffer zu landen. Leistungsbewertung akzeptabel. Akzeptabel, das war super. Nun in Echtzeit durch. Oh, okay, jetzt wird's schwierig. Gezielte Angriffe machen Gegner benommen. Dadurch sind Treffer mit erhöhtem Schaden möglich. Leistungsbewertung akzeptabel. Akzeptabel. Eliminiere jetzt diesen Gegner. Na komm. Deine Angriffe sind ineffektiv. Du bist erledigt! Benutzertraining erfolgreich. Das Animus-Kampfprotokoll wird geendet. Ach komm, ich kann den sogar noch hochheben. Na komm. Du kleiner. Ach, guck mal da. Du kleiner Lappen, du. Ah, also auch das ist ziemlich gut gemacht, realistisch gemacht. Komm. So, du bist müde. Ich würde sagen, du bist müde. Okay. Fällt nicht auf, oder? Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Ach, guck mal, ich kann hier echt hochgehen. Das ist ja mal geil, oder? Okay. Dann gehen wir mal hier raus. Dann geht's wahrscheinlich weiter. Mit dem Tutorial. Wenn du Wachen anschaust, werden sie markiert. Du kannst sie verfolgen, auch wenn du sie nicht siehst. Der Weg voraus wird bewacht. War das noch einer? Es gibt immer eine Möglichkeit. Da hinten müssen wir hin. So, jetzt müssen wir mal was zur Grafik sagen. Also, auch für Standalone, verdammt gut. Ja, der Qualm könnte ein bisschen echter wirken, aber gut. Wir haben hier einfach nur eine mobile CPU, ne? Okay. Das nehme ich immer mal mit. Die Wachen ablenken. Na, warte mal. Ich gehe hier lang. Hat keiner gehört, okay. Puh. Noch erledigen? Wo ist der andere? Waren doch aber drei, oder? Ach, der da hinten, okay. Was war das für ein Lärm? Was geht hier vor sich? Okay.
Okay, next one. Ach, guck mal. Die macht sogar ein bisschen Geräusch. Okay, wir gehen mal dahin. Apfel. Sollte es gewesen sein? Oh. Okay. Das Schwert ist wieder mein, doch mein Herz noch nicht beruhigt. Halt den Parkour-Modus gedrückt und blick in Richtung. Boah, das ist ja cool. Das funktioniert super. Immer schön A gedrückt. Na komm. Mega. Also, geil. Ubisoft presents Assassin's Creed Nexus. So ein Game in PC-VR-Grafik. Grafik, also das wäre echt mega. Aber das ist auch schon verdammt gut. Nicht übel fürs erste Mal im Animus. Ich lerne schnell. Können wir jetzt die Stützräder abnehmen? Sicher, aber zuerst müssen Sie wissen, warum Sie hier sind. Warum? Wir nennen das den Antikythera-Mechanismus. Er wurde vor 100 Jahren in einem Schiffswrack vor Griechenland gefunden. Was ist das? Er ist Teil eines antiken Computers, älter als die Geschichtsschreibung. Wir glauben, dass er für Prognosen benutzt wurde. Zukunftsvorhersagen. Und wer hat ihn gebaut? Wir denken, dass er älter als die Menschheit ist. Am allerwichtigsten, in diesem Gerät befindet sich Code, der fortschrittlicher ist als alles, das wir je gesehen haben. Wir haben ihn rückentwickelt, um ihn mit dem Animus zu verbinden, aber das ist nur der Anfang. Ach ja? Der Antikythera-Mechanismus ist Teil einer viel größeren Maschine, auseinandergenommen in der fernen Vergangenheit. Mit dem Code dieser fehlenden Fragmente können wir das Alte und das Neue zusammenbringen und einen Computer von bisher ungekannter Macht schaffen. Die ist böse, hundertprozentig. Ich nenne das Projekt das Nexus-Auge. Und nun sind sie Teil davon. Das ist korrekt. Wo sind diese Fragmente? In der Vergangenheit versteckt. Und da kommen sie ins Spiel. Ich will, dass sie die Erinnerung in der Abstergo-Cloud besuchen, die fehlenden Fragmente finden und dann den Code darin extrahieren. Wollen sie, dass ich die gesamte Cloud durchsuche? Nein, wir haben einige Erinnerungen identifiziert, die mit den Fragmenten verbunden sind. Sie werden Signale darin platzieren, um ihre Position in den Erinnerungsclustern zu triangulieren und uns zu denen zu führen, die das Gesuchte am wahrscheinlichsten beinhalten. Bleibe ich bei Ezio? Vorerst. Bald besuchen Sie auch andere Erinnerungen. Wir werden sehen, wohin die Suche führt. Ich beobachte Ihren Fortschritt. Viel Glück. Hier sind wir wieder. Baue sichere Verbindung auf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hacken. Der da oben. Dann ist das der. Na, komm. Und dann der.
Witziges Minispiel, muss man sagen. Oh, sie wird beobachten. Gruselig. Puh, ich dachte, sie würde gar nicht mehr gehen. Ihr habt gehört, was sie zu sagen hatte. Jetzt erklärt noch mal, was ihr von mir wollt. Das, wofür wir dich anwerben. Nutz dein Können, um zu helfen, sie aufzuhalten. Bevor du dich in die Vergangenheit stürzt, hier ein paar Informationen. Wie Dominika sagte, wirst du Signale in Erinnerungen pflanzen, um näher an diese Fragmente heranzukommen, die sie sucht. Aber dank dir haben wir eine kleine Überraschung für sie. Dieses Stückchen Code, das du kreiert hast, ist eine der cleversten Logikbomben, die ich je gesehen habe. Es lässt sich unbemerkt in die Signale einbauen. Platzier ein Signal und du platzierst auch eine Bombe dazu. Und wenn alle Logikbomben abgelegt sind, zünden wir sie und sie verschlingen die Erinnerungen, die du besucht hast. Abstergo wird keinen Zugang mehr zu ihrem Inhalt haben. Schön, dann mal los. Genieße die italienische Landschaft, iss Pasta und sei bitte vorsichtig. I try it. So Leute, jetzt bin ich gespannt. Ohne Stützräder. Kampfsprint. So. Muss man erstmal wissen, wie das Ganze funktioniert hier überhaupt. Aber nicht alles war, wie es schien. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Montarigioni. Es ist viel zu lang her. Ja, Familie. Sieht cool aus, auch wenn das natürlich weiter hinten nicht so sehr, sehr matschig aussieht und die Blätter von den Bäumen jetzt auch nicht so mega gut aussehen. Aber ansonsten, die Burg macht einen schönen Eindruck. Boden, Wassertexturen, das schön glänzt. Maestro Ezio, die Stadt hat auf eure Rückkehr gewartet. Willkommen daheim, Maestro Ezio. Hi. Wir könnten ruhig was sagen, ne? Danke, Bruno. Maestro Ezio, ich bin Serafina. Eure Schwester schickt mich zur Begrüßung. Oh, wie mich das schmerzt. Meine einzige Schwester ist so beschäftigt, dass eine Dienerin mich empfängt. Maestro Ezio, Signora Claudia hätte euch gerne persönlich begrüßt, aber... Seid nicht besorgt, Serafina. Das war nur ein Scherz. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Euer eilt euch voraus. Der komische Stimme. Das ist sehr freundlich, Serafina. Soll ich euch zur Villa Auditore bringen? Danke, ich kenne den Weg. Doch vielleicht sehe ich mir die Stadt an, bevor ich nach Hause gehe. Ach, wie ihr wünscht, Signora Claudia. Freut sich schon auf eure Antwort. Seht nur, heute Maestro Ezio. Und sie scheint nicht die Einzige zu sein. Ich berichte ihr, dass ihr unterwegs seid. Hey, Maestro Ezio, er ist zurück, liebe Leute. Er ist zurück. Hä? Was jetzt? Die Stadt hat sich verändert. Wie geil ist das denn? Komm, wir gucken mal, wo es hier hingeht. Okay. Ware, nur für dich. Danke.
Wow. Was zum... Die sah gruselig aus. Hi. Ich helfe dir. Okay. Oh je. Na komm, gehen wir mal dahin, wo wir hin sollen. Meinen, bei so viel Arbeit müsste Monteriggioli viel besser aussehen. Ich nehme an, Claudia hat sich ohne Hoffentlich bauen sie die Stadt wieder auf. Die werden sehen. Aha, jetzt müssen wir, das müssen wir noch probieren. Geil. Wir benötigen höchste Effizienz, also integriere ich sie in die Speicherdatenstruktur. Ich suche einen geeigneten Punkt zur Kalibrierung der Animus-Speer-Funktion. Dass ich diesen Tag noch erlebe. Die Speer-Funktion. Ach! Hab einen. Oben auf der Villa Auditore. Machen Sie sich auf den Weg. Das ist ja auch eine geile Übersicht, oder? Es geht genau an. Sehr, sehr cool. Man kann natürlich jetzt sich alles hier anschauen und so weiter, aber wir gucken jetzt dann noch mal kurz. So viel wollte ich heute Sobald auch gar Sie nicht zeigen. Getan haben, werden viele Details der obersten Speicherebene sichtbar. Dann sehen Sie interessante Orte, Animus-Konstrukte, Positionsanzeiger für wichtige Daten, alles, was bei der Suche nach den Fragmenten hilft. Die Heuhaufen, die man so kennt. Die Synchronisierung hilft bei der Navigation durch die Erinnerung. Also wenn dann gewünscht ist, dass ich mehr von Assassin's Creed zeige, von der Story her, dann ja, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinpacken. So. Dort synchronisieren Sie sich am Animus-Knoten, der Sie zur Interaktion aufruft. Dies ist die Synchronisationsansicht. Hier werden wichtige Details zur aktuellen Erinnerung angezeigt. Du solltest beim ersten Zugriff auf Erinnerungen immer synchronisieren. Okay. In der Synchronisationsansicht wirst du oft Nebenaktivitäten der jeweiligen Assassinen sehen. Du musst nicht daran teilnehmen. Aber sie können die Qualität deiner Synchronisation mit dem Animus verbessern. Es gibt sie in jeder Erinnerung. Durch das Synchronisieren werden sie angezeigt, sodass du ihnen je nach Wunsch nachgehen kannst. Also ich muss sagen, mega. Wie man hier die ganzen kleinen Leute sieht, die da durch die Stadt laufen, also diese Miniaturstadt, wo man dann aber im Endeffekt wirklich rumlaufen kann. Richtig geil gemacht. Gefällt mir. Sie sind synchron, aber auf der Animus-Seite läuft noch nicht alles optimal. Wir sollten Ihre Anwesenheit in der Erinnerung defragmentieren. Suchen Sie dazu die Koordinaten auf, die ich gleich sende. So konnte man sich ja immer wirklich verstecken. Und wenn wir weiß leuchten, dann sind wir versteckt, wie es da gerade steht. Geil. Sei gegrüßt. Hi. Lasst mich sofort los! Lasst mich sofort los! So, komm, wir hauen dem mal eine rein. Zeig mir das da mal. Was zum? So, hilft mir doch jemand! Du läufst nicht weg. Sieh an. So, was hat man denn? Kalibriere den Animus. Na komm, da gehen wir mal hin. Die sollen doch mit anpacken. Alles, was sie machen, ist... Kalibrierung beginnt. Goldene Konstrukte fordern deine Motorik heraus. Greife nach dem Konstrukt, um anzufangen. So, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Da, guck mal. Erstmal lernen, wie man so wirklich richtig gut klettert.
Nun durchquere die Tore innerhalb der Zeit, um die Herausforderung abzuschließen. Okay, das sind jetzt so Minispiele, die wir jetzt hier haben. Also Motion Sickness sollte man hier wirklich nicht haben, aber dafür gibt es ja zum Glück die... Okay, wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Kalibrierungsfehler. Bitte starte die Herausforderung. Komm, das probieren wir nochmal. Ich weiß nur nicht, wie wir da hochkommen, da hinten. Schauen wir jetzt mal. Bitte starte die Herausforderung neu. Okay, ich gebe erstmal auf. Kann ich etwas für euch tun? Was zum... Du kannst mir deine Brieftasche geben. Wow. Gib mir deine Brieftasche. Lass mich sofort los. Wer will denn niemand helfen? Hast du Lust auf einen Kaffee? What? Nicht? Fass mich gefälligst nicht an. Ich will dich doch nur einladen. Bitte helf mir doch. Hier will sich auch keiner prügeln, ne? Sei gegrüßt, Zom! Okay. So, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. So, wie hätte ich jetzt hier hochgekonnt? Ah, guck mal. Okay. Das ist nicht schlecht zu wissen. Was haben wir denn sonst noch für ein Minispiel? Da oben ist eins. So, dann müssen wir auf jeden Fall auf die Seite hier. Aber nützt uns auch nichts, ne? Wow. Einst eine glorreiche Stadt. So, jetzt gehen wir mal da. Meinst du, das ist endgültig vorbei? Sieh dich doch um. Die Stadt verkommt. Vielleicht hast du recht. Aber es gibt noch Hoffnung. Hoffnung auf was? Auf den... Lass mich in Frieden. Sei gegrüßt. Wie sprichst du mit mir? Bleib mir vom Leib. Freundchen. Nicht mit mir. So, da oben ist was. Also ich glaube, alleine hier mal den ganzen Tag so rumzuklettern ist bestimmt auch nicht schlecht. Was ist das? Schließe dein aktuelles Ziel ab. Was ist da hinten? Okay, Fallschaden können wir auf jeden Fall haben. Wichtig zu wissen. Ihr wollt das Beste, aber er hat den ganzen Morgen gebraucht, um eine Handvoll Nägel aufzuschlagen. So. Wo war das da? Okay. So, jetzt direkt aber los, ne? Direkt los, so. Ach, das war ja einfacher, als ich dachte. Kalibrierung bei 50%. Gut, das verbessert die Datengenauigkeit. Okay. Mehr Koordinaten sind unterwegs. Okay. Ja.
Jetzt hätten wir da hinten noch was, aber ich will jetzt gar nicht so viel zeigen. Ich wollte euch das Game noch ein bisschen mal näher bringen, ein bisschen zeigen. Wie gesagt, wenn mehr Wünsche danach sind, dass ich hier weiterspiele, mache ich das gerne mal. Dann zeige ich euch ein bisschen mehr von der Story. Also gerne dann in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, das Spiel zu kaufen, ich weiß, es ist jetzt schon länger raus, aber wenn ihr Bock drauf habt, unten in der Beschreibung ist der Raffle-Link, könnt ihr 25% sparen und ich habe dann auch was davon. Würde ich mich freuen, wenn ihr diesen nutzen würdet. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt ein Like raushaut, Abo-Button nicht vergessen und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.